Der 6. Februar 2011 ist kein normaler Sonntag, sondern ein historischer Supersonnentag. Erstmals in der Geschichte der Menschheit können wir die Sonne von allen Seiten gleichzeitig beobachten, dank dieser NASA-Aufnahmen. Die sogenannten Stereo-Sonnensatelliten ermöglichen die spektakulären Aufnahmen und zeigen hier die Rückseite unseres Heimatsterns. 2006 starteten die Zwillingssonden zum allerersten Mal. Jetzt haben sie die exakt gegenüberliegenden Seiten der Sonne erreicht. Die Sonne hat einen großen Einfluss auf das tägliche Leben auf der Erde. Sogenannte Sonnenstürme können den Flugverkehr, unsere Stromnetze und die Kommunikation und Satellitennavigation stören. Wann diese Sonnenstürme aufkommen, konnte bisher nicht vorhergesagt werden. Durch das 360-Grad-Panorama der kompletten Sonnenoberfläche und Atmosphäre soll nun in Zukunft unter anderem die Vorhersage des Weltraumwetters verbessert werden. Ein Meilenstein in der Erforschung unseres Universums. Denn zurzeit nimmt die Sonnenaktivität sogar zu. Das Weltraumwetter wird rauer.